Moin Leute, was geht ab? Mein Name ist Raiko und ich mache ab heute das Raiko Battle Turnier. Wenn ich mich kurz vorstellen darf, ich bin Raiko, ich bin 15 Jahre alt und bin der Meinung, mit meiner Erfahrung, die ich im Rap jetzt gemacht habe, könnte ich jetzt ein Battle Turnier führen. Kommen wir zum Preisgeld. 25 Euro für den ersten Platz gibt es. 15 Euro für den zweiten, 5 Euro für den dritten und 5 Euro für die Person, die meiner Meinung nach die beste Runde hat. Sprich, der einfach ein gutes Gesamtpaket hat, der gute Punches hat, gut delivered, eine gute Technik hat und einfach geil ist. Muss nicht der Gewinner sein, kann auch jemand anderes sein. So. Kommen wir zum ersten. Es gibt kein Alterslimit, sprich, ihr könnt 50 sein und rappen, wenn ihr das könnt. Ihr könnt aber auch 10 oder 9 sein. Es ist absolut egal, wie alt ihr seid. Jeder kann hier mitmachen. Teams sind erlaubt, aber ich möchte jeden hören. In jeder Runde möchte ich jeden hören. Das ist logisch. Wenn es jetzt zwei Typen sind, will ich in der Runde beide auch hören. Wenn ich beide nicht höre oder wenn nicht dabei sind, zählt die Runde nicht. Es dürfen auch nur Free Beats benutzt sein. Wenn der Beat nicht free ist, werdet ihr nicht hochgeladen. Das ist ganz einfach. Das kontrolliere ich auch und jo. Und da ich will, dass das Turnier eine gute Qualität hat und auch gut weitergeht, ist eine Videopflicht. In den Qualifikationen müsst ihr noch kein Video einreichen, aber ab den Runden sollen dann Videos eingereicht werden und es soll sich bewegen. Es soll weder irgendein Anime-Video sein, noch irgendwas anderes, noch ein GIF. Es soll ein Video sein, wo ihr performt. Das möchte ich sehen von euch. Jetzt kommen wir dazu, wie ihr die ganze Scheiße einreicht. Das hört ihr mit Sicherheit jedes Mal aufs Neue bei solchen Videos, aber manche halt nicht und deswegen erkläre es nochmal. Ihr schickt meinen Ordner. In dem Ordner muss eure Quali drin sein, einmal als MP4 und einmal als MP3. Keine MOV-Datei von irgendwelchen Apple-Geräten oder von After Effects Premiere Pro. Eine MP4 und eine MP3. Die MP3 einfach nur so, dass ihr nebenbei hören kann, eventuell, wenn es gleich klingt. Und sonst als MP4, die ich hochladen kann. Wie gesagt, Qualifikation ist keine Videopflicht, aber. Also ist schon eine Videopflicht, wenigstens ein Standbild. Aber. Ich übernehme das nicht. Dann, ihr müsst mindestens einen 16er machen. Mindestens 16 Bars sind Pflicht. Weniger wird nicht hochgeladen. Eine Hook ist aber allerdings keine Pflicht in der Qualifikation. Ihr könnt natürlich auch eine Hook machen, wenn ihr das möchtet. Dann möchte ich eine Textdatei haben, wo der Producer verlinkt ist, mit der Beat verlinkt ist und wo eure Lyrics drin sind. Damit ich auch weiß, wenn ihr undeutlich rappt, was ihr da geschrieben habt oder was ihr da sagen wolltet. Also Lyrics sind Pflicht. Wenn ihr nicht einreicht, hat Pech. Wenn es in den Runden keine Lyrics gibt, kriegen sie ja keine Punchline-Punkte. So, wenn ihr noch irgendwas in die Beschreibung packen wollt, Spotify, Instagram, irgendwelche Alben, EPs, dann schickt mir auch eine Beschreibung mit, wer noch gemischt hat, wer das Video gemacht hat und so weiter und so fort, könnt ihr mir da mitschicken. Die E-Mail blende ich jetzt hier ein. raikusbattleturnier@gmail.com ist ja nochmal in der Beschreibung. Da sendet ihr das Ganze hin mit dem Betreff eure Qualifikation oder was auch immer. Und das Ganze bis zum 30.07.2019, 23:59 Uhr. Wenn wir aber allerdings schon 16 Teilnehmer sind, dann kann es auch schon früher starten. Je nachdem, wie viele Qualis ich noch bekomme. So. In der Qualifikation möchte ich Punches sehen. Ich möchte das in irgendeiner Art Punch, aber gegen mich puncht. Ich hab eine schlechte Rapper-Erfahrung. So, ich bin kein guter Rapper, da könnt ihr gegen mich punchen. Ihr könnt gegen euren besten Freund, eure Freundin, eure Eltern, eure Katzen, eure Hunde, eure Schildkröten, euren Hamster, was auch immer. Ihr könnt gegen irgendwas punchen. Hauptsache ihr puncht in irgendeiner Art und Weise. Ich möchte sehen, dass da Punchlines sind. So, und ich fick eure Mutter, denn eine Mutter bläst mir ein oder sowas zählt nicht als Punchline. Ich werde alle Qualis hochladen, die ich bekomme, doch es werden die besten 16 kommen. Wenn ich mich entscheiden kann, wird es Bonus-Battles geben eventuell. Wenn es vielleicht wirklich ein paar viele sind, die zu gut sind, oder es wird ein 16. geben. Aber ich bin geplant, im Achtel zu starten und ich möchte 16 Teilnehmer haben. Das mit dem Bonus-Battle ist aber auch nur eine Sache, wenn es wirklich halt so ist, dass ich wirklich zu viele gute habe. Das mag ich aber zu bezweifeln. Das werde ich nach Bonus-Battles verteilen. Wer noch Bock auf ein Bonus-Battle danach hat, kann mir dann ja irgendwann ein paar E-Mail mal schreiben. Allgemein, wenn ihr Bock auf Bonus-Battles habt, könnt ihr mir auch per E-Mail schreiben. Nachdem das Turnier schon angefangen hat, by the way. Ab dem Halbfinale gibt es übrigens auch Rückrunden. Es wird im Finale eine Hin- und Rückrunde geben und im Halbfinale eine Hin- und Rückrunde geben. Aus dem Prinzip, im Halbfinale möchte ich nicht nur eine Runde sehen, sondern auch mal sehen, dass ein paar Leute sich anstrengen und auch mal auf die Fresse schlagen. In der Rückrunde und ich möchte auch sehen, wer ist es würdig, im Finale zu kontern. Also ich möchte jetzt nicht sagen, ja okay, der gewinnt, aber im Finale macht er dann eine absolut Kack-Konterrunde so.
Ich möchte wissen, wie er ist. Deswegen will ich einen zwei Typen im Finale haben, die wirklich wissen, wie man battelt und wie man kontert und alles. Ich werde auch, by the way, zu jeder Quali eine Kurzanalyse machen. Die wird dann kommen. Kommen wir zum Punktesystem. Es gibt einen Punkt aufs Video. Wenn man kein Video hat, gibt es entweder einen Minuspunkt oder gar keinen Punkt. Das entscheide ich je nachdem. Fürs zu spät einreichen, übrigens einen Tag zu spät einreichen, gibt es einen Minuspunkt. Man darf maximal 3 Tage zu spät einreichen, sonst ist man disqualifiziert. Auf den Hörgenuss gibt es 2 Punkte. Unter Hörgenuss sehe ich Flow, Stimmeinsatz, Harmonie, Hook, Mix und Mastering, also die Mische, Taktgefühl und so weiter und so fort. All das fließt in die Kategorie Hörgenuss rein. Und dafür gibt es 2 Punkte. Kommen wir zu den Punchlines, da gibt es 3 Punkte. Warum 3 Punkte? Es ist ein Battle-Turnier und ich möchte sehen, wie ihr hier puncht. Dazu gibt es 2 Punkte auf die Technik, da es noch so ein krasser Punch sein kann, aber die Technik halt absolut kacke sein kann, auf zum Beispiel welche Hard auf Up. Ja, die Technik ist aber auch relativ wichtig für mich und ich möchte auch, dass hier technisch und lyrisch allgemein überzeugt wird. Deswegen jetzt auf die Technik auch nochmal 2 Punkte. Dann nochmal ein Punkt, der wirklich wichtig ist, und zwar die Delivery. Der Punch kann noch so überheftig sein. Es kann der beste Punch im Jahrhundert sein. Aber wenn sie nicht gut delivered ist, puncht sie einfach nicht. Deswegen, wenn ich weiß, was die Delivery ist, wie man den Punch rüberbringt. Man soll den Punch auch wirklich gut rüberbringen können. Und deswegen gibt es darauf auch noch einen Punkt. Und ganz zum Schluss gibt es noch mal meinen Senf dazu. Und zwar einen Extrapunkt. Den Extrapunkt vergebe ich, wie ich lustig bin, an eine Person, nicht an beide. Ich kann ja nochmal gar keinen Extrapunkt vergeben, das ist ganz mir überlassen. So, das ist das ganze Punktesystem, so werde ich auch in der Qualifikation bewerten. Aber in der Quali hat das absolut nichts zu sagen. Genauso wie das User Voting absolut nichts zu sagen hat. Ihr könnt noch so viele Leute disliken, wie wack die sind. Oder noch so viele Leute disliken, obwohl sie eigentlich sogar relativ gut sind. Das ist mir sowas von egal. Der User Vote zählt absolut nicht. Also lasse ich davon auch nicht runtermachen, davon habe ich mich auch runtermachen lassen. Und das ist absolut nicht richtig. So, ihr Schwanzlutscher. Ich hoffe, ihr habt das jetzt alles verstanden und ich hoffe auch, ihr seid einverstanden damit. Wenn nicht, dann verpisst euch. Nee. Aber ja, wenn es irgendwelche Fragen gibt, dann sendet mir meine E-Mail unter dem Bit, also wenn ihr eure Quali sendet und noch Fragen habt, sendet es mir da drunter. Oder addet mich auf Instagram. Instagram ist unten in der Beschreibung verlinkt. Oder mein Discord oder was auch immer. Ich verlinke euch alles, worüber ihr mir schreiben könnt. Und was ich noch sagen möchte zum Ende. Dies ist ein Battle-Turnier. Wenn jetzt ein Typ unter einem anderen Namen rappt, dann battelt ihr gegen den Typen und nicht gegen den, der anders war. Wenn der Typ eine Maske trägt und ihr kennt den aber in Real Life, dann battelt ihr nicht gegen den Typen in Real Life, sondern den Typen, der die Maske trägt. Damit möchte ich sagen, ich will keine Leaks von irgendwelchen Orten, von irgendwelchen Namen, Nummern, Geschlechtern oder was auch immer. Ich möchte auch allgemein keine Leaks von irgendwelchen Bildern, wenn der das nicht möchte oder sowas. Wenn ich das sehe, wird die Runde nicht hochgeladen. Aus dem einfachen Grund, ich möchte nicht, dass sich hier irgendwer dann verarscht vorkommt, weil seine Nummer aus seinem Bild geleakt wurde. So, bei weiteren Fragen, wie gesagt, schreibt mir per E-Mail, Instagram, Snapchat, Discord, Skype, Teamspeak, Steam, was auch immer ihr mir schreiben wollt. Was auch immer ihr habt. Und ich bitte auch wirklich die Leute, das Turnier ernst zu nehmen. Ich weiß, ich bin nicht allzu erfahren, aber ich bin der Meinung, ich kann ein Rap Battle Turnier führen. Und ich werde mir auch mal ein bisschen Hilfe und ein bisschen Senf von den anderen Teilnehmern noch suchen und auch ein bisschen auf die Kommentare eingehen. Und wenn ihr noch Verbesserungsvorschläge habt, dann schreibt es mir auch bitte in die Kommentare. Und dann sehen wir uns bei den Kurzanalysen wieder oder bei irgendeinem Update-Video. Haut rein und ciao.